Willkommen bei Basegame TV. Mich begrüßt eine Pornomusik und wir starten mit Heißluftballon 1. Nein, wir fliegen natürlich mit dem Helikopter und die Beschreibung ist geil. Helikopter 1, ein Hubschrauber mit 10 Sitzplätzen. Helikopter 2, ein moderner und wendiger Hubschrauber mit 6 Sitzplätzen. Tja, was machen wir? Wir nehmen den modernen. Also, Mission wählen, los geht's an der Nordsee. Da gehe ich immer lecker essen. Und Start. Na gut, in Wirklichkeit gehe ich zu Meckes, aber ist ja egal. Oh mein Gott, hier sind schon alle Steuerungsbefehle. Ach, du dickes Ei. Da kann ich mir ja nicht alles auf einmal merken. Na, ich glaube, Pfeiltasten und WASD kriegen wir schon hin. Und E ist, bitte Maschine starten. Warum bitte? Was macht das für einen Sinn? Und der Ladescreen ist auch ziemlich lame, würde ich mal sagen. Der ist nämlich lahm. Der geht nämlich nicht weiter. Hallo. Zur Mission. Ja. Sollen wir mal Enter drücken? Hier. Irgendein Key. Ja, das sieht ja schon mal gut aus. Ja, bravo. Sollen wir jetzt noch warten, oder? Ah, ja. Hat sich gelohnt. So, wir sind sonnig unterwegs und wir sind auch schon in der Luft. Und wir starten schon in der Luft, jetzt hängen wir wieder voll drauf. Naja, ich habe ja gelesen, bitte Motor starten. Ah, klar, jetzt drücken wir mal auf Take-Off. Ah ne, das sollen wir jetzt machen. Okay, es hat ein bisschen geruckelt. Das erste, was ich mal probieren will, ist folgendes. Juhu, einfach mal voll ins Gebäude rein. Und was dann passiert. Bam. Hubschrauber mit Klick neu starten. Oh, schade. Ich dachte, jetzt kommt irgendeine aufwendige Animation. War aber wohl leider nicht der Fall. So, wie gehe ich hoch? So, anscheinend. Ja, so, fliegen wir einfach mal. Ups. Ah, irgendwann kriege ich das noch gebacken in die Richtung, wo der Pfeil uns hinführt, ja? Kein Problem. Machen wir. So. Natürlich relativ langsam. Wir fliegen mit dem Helikopter. Das Ganze ist natürlich eine Simulation, also natürlich äußerst realistisch. Also, äußerst. Ja. Schön, interessant. Mir ist jetzt schon langweilig. Können wir nicht irgendwie so ein Looping machen? Ja, ne, geht natürlich nicht. Geht auch nur mit ganz bestimmten Helikoptern, habe ich mal gelernt. Bei Galileo. Ne, nicht wirklich bei Galileo, sondern bei Abenteuerleben. Ne, da auch nicht wirklich. Eigentlich habe ich es keine Ahnung woher. Egal. So, Pfeil. Ah, da unten, da sehe ich schon einen dicken Verkehrsunfall. Oh oh, ich glaube, da muss ich runter. Oh ja, guck mal, da in der Luft, da schweben Feuerwehr, Krankenwagen, alles schwebt in der Luft. Ach du Kacke. Oh, wir sollten sanft landen, glaube ich. Ja, oh, der Ton ist gut im Landen. Nein, ist er nicht. So, fliegt mal ein bisschen noch vorwärts. Ich soll natürlich mitten in den Autos landen. Ja, flieg doch weiter, Junge. Ey, nein, nicht gegen das Auto. Ah, ja, egal. Wir können voll reinfliegen, genau. Crash, Helikopter hat alle getötet. Das ist ja eigentlich ein Unfall. Was soll ich jetzt machen? Also, ich muss jemanden mitnehmen. Ja, wie? Ich nehme einen brennenden mit, einen im Knochen gebrochen, eine ganz normale. Ich nehme alle mit. Ah, ne, geht nicht. Lol. Ja, dann lassen wir den einen brennenden da. Ist egal, der kann verbrennen. Ist egal. Komm wieder rauf. Ist ja noch was da. Ist ja Krankenwagen, Feuerwehr sind alle da. Fliegen wir schnell zurück zum Hospital. Was ist eigentlich, wenn ich den Motor jetzt ausmache? Oh, gar nicht gut. Gar nicht gut. Aber wir bleiben einfach in der Luft stehen. Ja, das ist eigentlich praktisch. Also mit dem Helikopter in der Luft. Ah, ne, doch nicht. Geh besser wieder an, Helikopter. Ja, schneller. Ah ja, wir sind wieder hier. Ja, take off. Genau. Perfekt. Also besser ging es gar nicht. Sagen wir mal, Flugmanöver hier, ein aufregendes. Da drunten, drunter durch. Ja, pass mal auf hier. Oh, Junge. Geil. Das Ding ist, geh hoch. Hilfe. Ich werde hier noch an meine Nervengrenze gebracht, ja. Ich habe Angst um die armen brennenden Typen, die bei mir im Helikopter sind. Ich werde das Wort jetzt nicht nochmal falsch aussprechen. Ja, flieg doch vorwärts. Einfach vorwärts. Da unten sind schöne Palmen. Können wir uns angucken. Hier können wir ein bisschen dem Jäger zuschauen beim Jagdsimulator. Der ist nämlich da. Hoch! Ey, Leute. Also links und rechts deutet er wunderbar. Guck mal hier so. Ui. Machen wir die alle ein bisschen durcheinander. Ey! Jawohl. So ist das doch schön. Ja, jetzt flieg auch vorwärts. Ich muss zum Krankenhaus. Schneller, da muss ich hin. Ich sehe es schon. Und Hospital. Einmal runter, ein bisschen runter. Ja, und. Ah, perfekt. So, jetzt tun wir die alle raus. Einfach raus. Und nehmen noch einen Sanitäter mit.
Eine Krankenschwester, die ist immer gut, hey, da freue ich mich. Ein Arzt und ein Spezialisten. Und nichts mehr. Wir brauchen ja gar nichts. Ja, was ist jetzt los? Kannst du mal weggehen hier irgendwie? Hallo? Ah, jetzt ist ein neuer Einsatz. Ach, den einen haben wir da gelassen. Ja klar, ist normal. Den einen lässt man immer am Unfallort verbrennen. Der ist jetzt einfach verbrannt. Ja, wo willst du denn hin, Pfeil? Mensch, ach, wieder zum Krankenhaus. Was will ich denn hier? Ich will doch ja nicht im Krankenhaus. Ich hab doch schon alles. Was soll ich denn mitnehmen? Hier, ein Verband oder was? Ein Arzt? Spezialisten? Reicht doch, oder nicht? Ich weiß nicht, was du für ein Problem hast. Ja, er hat ein dickes Problem. Egal. Ist nicht mein Problem. Ich fliege einfach ein bisschen in der Welt rum. Wir gucken uns ein bisschen um. Da vorne ist noch ein Helikopterlandeplatz. Wunderschön. Wundertoll. Was ist das da hinten für ein Gebäude? Da wird ein neues Haus gebaut. Da hinten ist ein Sandhaufen. Ein Sandhaufen. Flieg doch vorwärts, Mensch. Ich tue dir doch nichts. Flieg einfach vorwärts, ja? Boah, das ist zum Einschlafen. Das ist zum Einschlafen. Also da lobe ich mir den Helikopterschützen bei Call of Duty 7. Der geht dann doch ein bisschen mehr ab. Etwas. Da unten sehen wir auch hier den Truck Simulator, German Truck Simulator, und links natürlich Demolition Company. Ja, das ist alles in einem Spiel hier. Das ist, finde ich, wohl gut, den Wiedererkennungswert. Also finde ich gut gemacht. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen Dreck schlucken. Dreck schlucken. Nein! Ein bisschen höher Dreck schlucken. Da ist der Dreck. Lecker. Oh ja, perfekt. Gut, wir können Dreck schlucken. Guck mal, ich bin weg. Witz. So, kommen wir wieder raus hier aus dem gut designten und detaillierten und wunderschönen und bam, auf dem Boden. Schön gemachten Zeugs hier. Jetzt fahren wir mal ein bisschen auf die Hauptstraße, gucken, wie viel denn da los ist. Ah, richtig viel. Und hier ist Uferpromenade. Scheint da eher so ein Kaff zu sein, ist ja nicht so viel los. Ist das nicht so ein Wasserheli? Bestimmt, oder? Komm, hier, Wasserheli. Wasserheli, hier, kann drauf landen auf dem Wasser. Guck, da, siehste? Bam. Oh, gluck, 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 jetzt müssen wir selber gerettet werden. Und jetzt hängen wir voll im Gebäude drin, ja klar. Sicherlich, sicherlich. So, ich würde sagen, hier, wir... Ja, komm, ist gut. Ich hab's verstanden da. Guckt euch das an. Hier, den Schatten ist wohl schön gemacht, muss ich sagen. Also, das ist schön. Jetzt gehen wir noch einmal in die Luft und machen den Motor aus. Das ist sowieso das Tollste. Aber am besten direkt über der Feuerwehr. Nee, nicht über der Feuerwehr. Der will dann nämlich ein Schild. Machen wir hier den Motor aus. Ist mir doch egal. So, bam. Hast du jetzt davon? Ja, hast du jetzt davon. Wusstet ihr eigentlich, dass der Rotor eigentlich weiterdrehen sollte, auch wenn der Motor aus ist? Weil durch die Abdingsbewegung, ne? Ist das halt so. Egal. Mission verlassen. Wir wollen jetzt ja hier nicht zu schlau werden. Profilname. Ach, wir haben doch gar kein Profil. Oh, Toni hier. Profil erstellen. Klar. Ah, hier habe ich falsch eingegeben. Scheiß drauf. Highscore. Joa, komisch. Spielt ja keiner, wa? Credits. Wie immer Programmierung. Schöne Sache. Alles Alexandru ist dafür zuständig. Der ist ein ganz cooler. Komisch, dass das Spiel ja nicht so heiß wie auf der Verpackung steht. Das heißt nämlich hier immer noch Flugrettung, aber... Hier steht es auf Englisch und ein bisschen anders, wahrscheinlich irgendwo einfach ein altes Spiel, was die neu gemacht haben. Wir können ja nochmal... Ah ne, das dauert zu lange im Ladescreen. Also das war's. Ne, das war's. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Der Toni. Tschüssi.